Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Discord.js Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit den Embeds. Ja, was ist das? Ganz einfach erklärt, ihr kennt zum Beispiel hier diese Nachrichten. Die haben so einen Kasten drum. Und genau diesen Kasten werden wir jetzt erstellen. Gut. Dafür gehen wir natürlich erstmal auf unseren Server. Und jetzt machen wir mal unser eigenes Embed. Das können wir eigentlich gleich anhand des Ping-Commands machen. Zum Beispiel machen wir es jetzt so, let embed gleich new discord.rich embed. So, da haben wir schon unser Embed schon erstellt. Und damit können wir natürlich auch Sachen anstellen. Embeds sind eigentlich relativ einfach. Also das sollte jeder verstehen. Aber ihr müsst darauf achten, wenn ihr jetzt hier ein Semikolon hinmacht, könnt ihr jetzt nicht Punkt, Set, Description oder so machen, sondern müsst dann embed.set Description machen. Weil ja sonst das Discord-Rich Embed also vom Dings her beendet. Und dann könnt ihr das aber nicht aneinander rein. Da müsst ihr es dann halt definieren, dass ihr es auf dieses Embed wieder draufsetzen wollt. Genau, wir machen einfach mal die simple Methode. Let embed new discord.rich embed. Es gibt auch noch eine andere Embed-Art, die könnt ihr zum Beispiel in message.channel.send einbauen, aber wir machen jetzt erstmal die normale. Set description. Da können wir jetzt auch schon anfangen. Wir nehmen wieder unsere Spezial-Strings. Und machen einfach diesmal Pong. Dann nehmen wir hier wieder unser Client.ping. Na, hier. MS. Natürlich dürfen wir hier unsere Fragezeichen nicht vergessen. So, und sobald wir am Ende sind, also wenn wir nichts mehr hinzufügen wollen, machen wir beim letzten ein Semikolon hin. Jetzt machen wir ganz einfach noch message.channel.send. Embed. So. Das hat hier auch ein kleines Semikolon hinpacken. Dann gehen wir hier auf unseren Bot. Ja, Shift, Rechtsklick. PowerShell-Fenster hier öffnen. Zack. Gut, die PowerShell. Na, jetzt ist er da. So, Node index.js. So, ihr seht kein Error. Hallo, ich bin ein lieber Bot. Ausrufezeichen Ping. Und schon haben wir ein kleines Embed. Das können wir jetzt natürlich auch noch mit verschiedenen Funktionen noch so bearbeiten. Wir können die Color ändern, wir können Add Field. Aber dafür würde ich euch mal empfehlen, auf der Discord.js-Seite zu gucken. Wenn ihr hier mal auf Documentation geht und dann auf Rich Embed war das, glaube ich. Hier, Rich Embed. So, und dann seht ihr hier schon die ganzen Optionen. Wir können Thumbnail, Timestamp. Ja, hier sind die ganzen Methoden. Add Blank Field, Add Field, Add Hash Field, Set Autor, Set Color. Dafür können wir einfach mal einen Hex Color Picker. Ach, das ist wunderschöne Werbung da wieder im Hintergrund auf jeden Fall. Oder halt Nachrichten. Einfach mal einen Hex Color Picker eingeben. Dann können wir das Spiel hier, sagen wir uns mal, wir nehmen für den Pink Command. Komm, wir nehmen einfach mal hier. Zack. Komische Aquablau, keine Ahnung wie man das nennt. Wird schon, glaube ich, so irgendwie passen. So, dann machen wir hier einfach. Ja, was haben wir jetzt hier schon wieder gemacht? Klickt Set Color. So, Hashtag. Also unser Hexcode. Gehen wieder auf Speichern. strgc node index.js. Und dann gehen wir hier wieder auf Ausrufezeichen Ping. Und wir haben es blau. Genau. Das Ding ist, wir können jetzt auch richtig viele Sachen hinzufügen. Das Spiel Set Autor. Ihr könnt dafür auch Set Title benutzen, aber ich nehme immer Autor. Es ist fast das gleiche im Prinzip. Ihr könnt dann halt auch noch hier ein Bildchen hinzufügen, wenn ihr das möchtet. Also hier Bildchen und sowas. Könnt ihr alles machen. Und dann machen wir jetzt einfach mal Bot Ping. Daher wird das
mal fett geschrieben haben wollen, machen wir einfach die Sternchen hin, wie ihr es auch vom normalen Dings erkennt. Also ihr könnt einfach hier, bla, habt ihr es hier dick geschrieben. Dann wird das auch automatisch gleich mit dick geschrieben. SDGC. Ja, ich müsste vielleicht auch erstmal, hallo? Ja, ich müsste mal erst in die Konsole reintappen. SDGC, Node, Index.js. Ich bin nur JS geladen. Ausrufezeichen, Ping. Gut, und schon habt ihr es jetzt dick geschrieben in dem Sinne. Wir können auch Add Field und sowas machen. Das kann man auch mal machen. Add Field. Dann machen wir mal. Machen wir einfach mal hier Entwickler. Shadow Nvidia. Das würde jetzt zwar nicht zu Ping passen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Hier machen wir hier die Überschrift und dann halt die Beschreibung sozusagen. Das seht ihr gleich. Jetzt hier auf stdc node index.js. So. Ausrufezeichen Ping. Habt ihr hier. Ah, da haben wir glaube ich einen Error. Ah ja, ich habe mich wieder mal verschrieben. Das passiert mir beim Add Field echt oft. Heißt natürlich Field und nicht Pilot. So. Node index.js. So, Ping Node.js geladen. Ausrufezeichen Ping. So, jetzt habt ihr hier schon mal vom Entwickler sozusagen stehen. Ihr könnt es auch, also wenn ihr das haben wollt, dass die so nebeneinander stehen, weil wenn jetzt, ihr könnt jetzt theoretisch hier, kommen wir mal hier, zack, 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 zack. Sollte nur nicht das Zeichenlimit erreichen, hoffe ich mal. Node index.js. Dann kriegt ihr sowas raus. Das ist natürlich jetzt nicht das Schönste, weil jetzt habt ihr hier rechts richtig viel Platz und das nervt eigentlich ziemlich. Dafür gibt es hier was Schönes. Ja, das müsste ich mal hier so. Zack. Machen wir hier einfach true. Dann machen wir das inline. Dann ist es genau in der gleichen Zeile. Also versucht es halt noch da rein zu quetschen, den Platz, den es hat. Mache ich wieder stdc node index.js. Und Ausrufezeichen ping. So, und jetzt haben wir das auch schon nebeneinander. Das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Meistens gehen drei nebeneinander. Aber manchmal, wenn es zu lang sind, diese Beschreibungen, oder halt, dann kann es passieren, dass es halt nur zwei geht. Gut, da hätten wir schon unseren Ping-Command fertig. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit richtig vielen Standard-Commands wie Ausrufezeichen Bun, Ausrufezeichen Kick, Ausrufezeichen Say, Ausrufezeichen Bla, Ausrufezeichen Keine Ahnung und sowas. Also ein paar Fun-Commands und Allgemein-Commands, Moderations-Commands. Gut. Das wäre jetzt einfach ganz einfach die Emmets erklärt, also das ist nichts Schweres. Sollte also verständlich sein. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr Sachen hier suchen wollt, dann empfehle ich euch mal hier bei Discord.js. Kurz gucken, dann könnt ihr Set Timestamp machen, dann habt ihr da unten so eine Zeitanzeige. Set URL und Set Title, könnt ihr alles Mögliche reinschmeißen. Und so kann man, also wenn man sich langsam in Discord.js in diese Dokumentation einarbeitet, wird man ganz schnell die Sachen finden. Dann kannst du einfach zum Beispiel hier Emoji eingeben. Dann siehst du auch hier schon Emojis create, Emoji delete, Emoji update, Emoji guild Emojis und alles Mögliche. Ja. Und darauf könnt ihr dann aufbauen, einfach mal rumtesten. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Gut, ich werde wahrscheinlich heute zwei Folgen uploaden. Einmal diese Rich Embed Folge und dann noch die Commands Folge. Gut. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, gerne in die Kommentare. Ich beantworte, ja, alles. Also bis jetzt hat es jeder verstanden. Es gab jetzt nicht wirklich Fragen. Ja, ungefähr passt so. Und bis zum nächsten Mal.